Ich werde kurz über die Auswirkungen des Klimawandels für die Region Bruchsal berichten. Normalerweise dauern meine Klimawandelvorträge 1,5 Stunden. Deswegen werde ich nur kurze Schlaglichter auf die wichtigsten Aspekte werfen. Normalerweise bin ich bei Wetter Online tätig, als Leiter des Newsroom International, um dort die Wetter-, Klima- und Umweltthemen zu koordinieren. Genau, aber in meinem Studium der Geografie und Meteorologie habe ich mich vorhin auf den Klimawandel fokussiert, weil das schon immer meine Leidenschaft war, das Wetter und das Klima und auch weiterhin ist. Genau, aber da wenig Zeit ist, springen wir sofort rein. Und ich denke, in dieser Runde können wir den Klimawandel einfach mal voraussetzen und nicht weiter darauf eingehen. Der ist Fakt, das wissen wir mittlerweile, denke ich, alle. Sodass ich ganz kurz die beobachteten Änderungen vorstellen werde, um dann in die Zukunft einen kurzen Blick zu werfen, auf meteorologische Weise, um dann vor allem auf die Folgen für uns alle zu sprechen zu kommen. Genau, dann springen wir direkt rein, beobachteten Änderungen. Und da, siehe da, dieses Bild haben wir eben ja schon gesehen im Hintergrund. Jetzt nochmal in groß. Das heißt, es ist bekannt, was man hier sieht. Hier aber jetzt die Mitteltemperatur nicht der Erde, sondern von Baden-Württemberg. 1881 bis 2019. Blau natürlich kalte Jahre, rötliche, orangene, so rötlicher, umso wärmer. Und ja, von links nach rechts sieht man, es ist ein sehr buntes Bild. Ja, gerade in kleineren Regionen unterscheidet sich das Klima von Jahr zu Jahr oder von Zeit zu Zeit halt viel stärker als global. Aber dennoch ist der Trend, denke ich, eindeutig. Wer das nicht ganz erkennt, dem sei die nächste Darstellung ans Herz gelegt. Das ist jetzt zwar der, als Region Deutschland, nicht nur Baden-Württemberg, dass das nicht für Baden-Württemberg gibt, aber hier vom Deutschen Wetterdienst halt die Mitteltemperatur für Jahrzehntperioden. Und man sieht, dass ja in den letzten 140 Jahren, seit 1880 bis 2020, die Temperatur schon um 2 Grad gestiegen ist. Ich mache mal meinen Laserpointer an. Hier sieht man 2 Grad über der Temperatur zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wer sich auskennt, weiß, dass wir eher eigentlich bei 1,6 Grad in Deutschland sein sollen im Moment. Das ist richtig, wenn man sich einen linearen Trend anschaut, den ich hier mal eingezeichnet habe. Aber was auch also einem linearen Trend auffällt, ist, dass seit 2013 alle Jahre über diesem Trend waren. Und wir hier auch noch so ein Loch haben in den 60ern, als Luftverschmutzung den Klimawandel sehr gebremst hat. Aber seit die Luft wieder sauberer wird und die Treibhausgasemissionen noch weiter steigen, steigt die Temperatur umso schneller an in Deutschland. Sodass wir eigentlich diese 2 Grad Temperaturanstieg nicht seit 1880 haben, sondern seit den 1960er Jahren. Also einen extrem starken Anstieg. Und dass ein linearer Trend reingelegt über den Gesamtzeitraum gar keinen Sinn macht, weil wir haben keinen linearen Trend, sondern wenn man mal so grob ein gleitendes Mittel hineinlegt, sieht das eher so aus. Und das macht den Anstieg in den letzten Jahrzehnten halt immer noch umso stärker. Und dieses gleitende Mittel passt jetzt für die letzten Jahre viel besser, weil dann wieder das Ausreißer in beide Richtungen geht und nicht nur noch nach oben. Das heißt, man kann wirklich sagen, in Deutschland haben wir schon einen Temperaturanstieg von 2 Grad bisher gesehen. Genau, und jetzt schon zu den Prognosen. Da schauen wir uns mal das Fieberthermometer der Welt an. Also jetzt eine ganz andere Region, nämlich die gesamte Welt. Da sehen wir, dass wir bei 1,1 Grad Anstieg zur vorindustriellen Zeit sind. Und wie passt das mit den 2 Grad von eben zusammen in Deutschland? Ganz einfach, Ozeane erwärmen sich nicht so schnell wie Landmassen. Landmassen erwärmen sich ungefähr doppelt so schnell. Die Ozeane schlucken die ganze Wärme, was bisher auch einen großen Vorteil hatte, sonst wäre die Welt schon viel wärmer. Sodass man sagen kann, weil Ozeane 2/3 der Erde ausmachen, der Erdoberfläche, dass die Ozeane ungefähr 0,8 Grad sich erwärmt haben und die Landmassen doppelt so viel, 1,6 Grad. Das passt gut zu unserem linearen Trend. Deutschland ist halt im Moment knapp darüber, was ja ganz normal ist. Nicht alle Landmassen erwärmen sich gleich schnell. Deswegen bedeutet also hier für Deutschland aktuell 1 Grad Erderwärmung, 2 Grad in Deutschland. Und wenn man sich jetzt anschaut, das Klimaziel von Paris, um hier auf die globale Ebene zu schauen, da sind wir leider nicht mehr weit von weg. Das 2015 wurde festgelegt, dass
vereinbart, das hat die Weltgemeinschaft, dass die Temperatur auf der Erde nicht stärker als 1,5 Grad steigen sollte und alle Anstrengungen dafür unternommen werden sollen, damit halt nicht ein sich selbst verstärkender und unaufhaltsamer Klimawandel geschieht. Und dafür haben fast alle Staaten Vereinbarungen getroffen und wollten sie in den nächsten Jahren verschärfen und verstärken, diese Klimavereinbarung. Und da war gerade die Deadline Ende Dezember. Und heute kam gerade der Bericht von den Vereinten Nationen, die schlagen Alarm. Die allermeisten haben ihre Ziele nicht verstärkt Richtung Klimaschutz, sodass die Prognose hier vom Dezember leider mit der aktuellen Politik, wo sogar schon Absichtserklärungen mit drinstecken, wahrscheinlich eher auf eine 3-Grad-Erwärmung der Erde hinsteuern. Natürlich bei großer Streuung zwischen 2 und 4 Grad ist die Streuung, aber wahrscheinlichste wäre knapp 3 Grad. Und da steckt sogar schon das Ziel von China drin, bis 2060 Klimaneutralität, und zwar USA 2050, EU 2050 zu erreichen. Das ist da schon reingerechnet und trotzdem bis 2100 wären wir bei 3 Grad Erwärmung. Und wir erinnern uns an Deutschland. Deutschland bedeutet 3 Grad weltweit wegen halt der Ozeane, die sich halt nicht so schnell erwärmen, eher 4 bis 5 Grad. Was sehr viel ist, das möchte ich kurz veranschaulichen. Hier, das sind die Temperaturen für die Region Bruchsal, Klimadaten aus Karlsruhe von 1961 bis 90. Das sind die Höchsttemperaturen, nicht die Mitteltemperaturen. Das ist das, was man letztlich wirklich wahrnimmt. Im Winter haben wir um die 5 Grad Höchsttemperaturen normalerweise, Februar 6 Grad, in diesem Februar war es ein bisschen anders, erst viel kälter, dann viel wärmer, aber Mittel 6 Grad. Im Sommer, normaler Sommertag, 25 Grad und hin, zumindest in den letzten Jahrzehnten war das ein normaler Sommer, der Höchsttemperaturen. Und 4,5 Grad, das bedeutet ungefähr sowas, im Winter eher 10 Grad, ein mittlerer Wintertag Höchsttemperatur, im Sommer über 30 Grad im Mittel. Das bedeutet, 40 Grad würde man jeden Sommer sehen. Und Schnee gibt es im Winter fast gar nicht mehr und das ist halt keine Utopie, sondern wir haben sogar schon gesehen, 2006, der Juli-Sommermärchen, vielleicht erinnert man sich noch an die Fußball-WM, da hatten wir 31 Grad in der Region Bruchsal, Höchsttemperaturen und das war wahrscheinlich sehr wenig erträglich und das wäre dann ein mittlerer Sommer und vielleicht auch schon weit vor 2100. Das wären hier halt 4 Grad wärmer und das bedeutet, diese Temperaturkurve hier, das wäre das Klima gleichzeitig von, wie es aktuell herrscht, in Madrid. Das ist hier nämlich die Temperaturkurve von Madrid, die Höchsttemperaturen. Wir erwarten also mediterranes Klima. Mailand erreichen wir schon viel schneller als Madrid. Ja, die Nachttemperaturen spielen auch eine Rolle, aber man kann sich das ungefähr ja, schon mit Mittelmeer Klima sich vorstellen für uns in den nächsten Jahrzehnten. Gibt es irgendwelche Unsicherheiten, in Klammern vielleicht auch Hoffnungen, dass das Ganze nicht so schlimm wird? Leider ist der Klimawandel schon seit den 70er Jahren wissenschaftlicher Konsens, ja, so lange schon. Was Unsicherheiten sind, die noch diskutiert werden, da geht es immer um sehr spezielle Parameter wie Wind oder ja, Stürme, Starkregen oder Gewitter, weniger um das große ganze Bild. Das ist fix, da die Physik dahinter ist lange verstanden. Und die großen Unsicherheiten sind dann eher das zukünftige Verhalten der Menschheit. Das ist nicht vorhersagbar und das ist auch gut so, dass wir da noch den Hebel haben, die Hoffnung drinsteckt, dass wir halt noch viel bewegen können. Tipppunkte gibt es auch, vielleicht kennt eine oder andere sie, das sind dann die negativen Unsicherheiten, nämlich wenn ein Tipppunkt im Klimasystem überschritten wird, dann wird ein Teufelskreislauf in Gang gesetzt. Ein sich selbst verstärkender Prozess, der leider halt so durch diese positive Verstärkung negativ für uns ist, nämlich einen stärkeren Klimawandel bedeutet. Als Beispiel habe ich mal kurz das arktische Meereis hier dargestellt. Die Erderwärmung führt zu einer Eisschmelze am Nordpol und Südpol, einem Nordpol erstmal, und das führt zu weniger Reflexion des Sonnenlichts. Und wenn also diese Sonnenlicht nicht reflektiert wird, dann wird sie absorbiert vom Meer und vom Land, was dann wiederum zu einer stärkeren Erwärmung der Region führt, was wieder zu mehr Eisschmelze führt und so weiter. Und das beobachten wir auch jetzt schon. Ich denke, da ist der Kipppunkt schon überschritten, sodass wir in den nächsten Jahrzehnten halt am Nordpol kein ganzjähriges Eis mehr haben werden. Und es gibt viele weitere solcher Kippsysteme im Klimasystem, wo man nicht genau weiß, wann sie kippen. Ein anderer Kipppunkt ist der Golfstrom. Da kam jetzt gerade vor wenigen Tagen eine große Studie heraus, dass er jetzt schon so schwach ist wie seit 1000 Jahren.
nicht. Und der sich wahrscheinlich durch den Klimawandel halt weiter stark abschwächen wird. Das könnte im ersten Moment Hoffnung für uns sein, dass, weil dadurch sich vielleicht das Klima in Mitteleuropa, Nordeuropa nicht ganz so schnell erwärmt wie im Rest der Welt, hat aber andere negative, nicht voraussehbare Folgen, wie zum Beispiel größere Sommertrockenheit, Dürre, kältere Winter vielleicht, aber das schauen wir uns beim Klimawandelfolgen an, jetzt vor allem für Deutschland. Die Region Bruchsal habe ich das jetzt so ein bisschen zusammengestellt. Genau, also Golfstrom können wir eigentlich auch nicht drauf hoffen. Auswirkungen, natürlich Hitzewellen, logisch, die werden natürlich mehr, haben wir auch schon in den letzten Jahrzehnten wirklich erlebt. Und ja, die bedeuten auch mehr Todesopfer. Wir hatten 2019 1700 Menschen, die aufgrund von Hitze frühzeitig verstorben sind. 6,3% der gesamten Sterbefälle im Bundesland in den Sommermonaten. Also Klimaanlagen werden in Zukunft wahrscheinlich wichtiger, lebensrettender als Heizungen. Jetzt ein bisschen plakativ gesagt. Dann natürlich auch als Folge von der Hitze, die Dürre, die wir auch in den letzten 3 Jahren ja extrem gesehen haben. Sonst hatten wir auch seit Messbeginn noch nicht 3 Dürresommer in Folge. Und da hilft auch ein gleichbleibender Niederschlag im Prinzip nichts, denn durch die größere, höhere Temperatur gibt es einfach viel mehr Verdunstung, sodass wir eigentlich viel mehr Niederschlag bräuchten, den wir aber nicht kriegen, sondern tendenziell im Sommer weniger und dann punktueller, sodass die Dürre im Frühjahr und Sommer sehr wahrscheinlich stark zunehmen wird. Und haben wir jetzt ja auch gerade beobachtet. Dadurch wird auch Bewässerung viel wichtiger, nicht nur in der Landwirtschaft. Ne? Bäume mussten gegossen werden, in den letzten Jahren der Grundwasserspiegel sinkt und ja, wir kriegen immer mehr Probleme aufgrund fehlenden Wassers. Eine weitere Folge sozusagen direkt damit zusammenhängt, ist natürlich dann Niedrigwasser in den Flüssen. Hatten wir in den letzten Jahren auch am Rhein, hier ein Bild aus Köln, aber der fließt ja auch bei Bruchsal vorbei. Und genau, da können Schiffe nicht drauf fahren. Das kann sogar dahin führen, dass 2018 das Tankstellen kein Benzin mehr haben. Und noch eine Folge, nicht nur der sinkende Grundwasserspiegel, eine größere Verdunstung, sondern auch die schmelzenden Gletscher in den Alpen, um hier nochmal die Eisschmelze kurz mit reinzubringen, bewirkt weniger Wasser im Sommer, denn es gibt nicht mehr viel zu schmelzen. Die Gletscher haben in den letzten 10 Jahren 20% ihrer Masse in den Alpen verloren, sodass da auch nicht viel mehr Schmelzwasser kommen kann, sodass halt der Rhein noch weniger Wasser führt in den nächsten Jahren. Und ja, sodass nicht das Eisschmelze sogar auch Auswirkungen auf das Klima, Auswirkungen hat auf die Region Bruchsal, auch wenn der Meeresspiegelanstieg dadurch jetzt keine direkte Betroffenheit in der Region ausmacht. Eine weitere Folge ist Artensterben. Hier plakativ mal ein Bild von toten Fischen. Wenn die Wassertemperaturen der Meere und auch der Flüsse steigen, 2003 sind 97% aller Äschen am Hochrhein gestorben. Da hatte sich die Population gerade wieder besser 2018, wieder der Rhein, 28 Grad warm und wieder Massensterben. Bei diesen Fischen in den Ozean gibt es auch gleiche Probleme und natürlich auch an Land sind viele Tierarten bedroht, die Artenvielfalt. Und das warme Wasser des Rheins, so ganz kurz einen Seitenblick hier auf die Technik, nämlich die Kraftwerke, hier das Rheinhafen-Dampfkraftwerk in Karlsruhe, haben auch Probleme bei 28 Grad Wassertemperatur überhaupt noch die Kraftwerke kühlen zu können. Der Rhein ist seit 1954 schon um 3 Grad wärmer geworden. Eine weitere Folge, hier dargestellt mit meinem Hund, bei uns hier um die Ecke. Ich wohne im Siebengebirge bei Bonn. Riesige Wälder abgeholzt, wahrscheinlich rund um Bruchsal und Schwarzwald das gleiche Bild. Ja, der Wald steht so schlecht da, wie noch nie seit Beginn des jährlichen Waldzustandsberichts, der vor wenigen Tagen auch gerade rauskam. 4 von 5 Bäumen haben lichte Kronen und wir sehen es alle. Das ist eine Folge der letzten 3 trockenen Sommer. Durch die schlechten Bäume waren ein leichtes Spiel für den Borkenkäfer, der sich auch gerade bei trockenem und warmem Wetter besonders gut vermehren kann. Also auch eine Katastrophe in den Wäldern, wenn auch natürlich Monokulturen nicht gut waren und es da jetzt vielleicht besser wird. Die Forstbetriebe wissen schon gar nicht mehr, was sie überhaupt für Bäume anpflanzen können. Genau, eine weitere Folge, Gewitter oder Extremwetter jeglicher Form, wobei da die Klimaprognosen schwieriger sind. Gibt es jetzt mehr Gewitter oder mehr Hagel, mehr Tornados? Das ist nur Stand der Forschung. Da weiß man noch nicht so im Detail genau Bescheid und es hängt auch von Region zu Region ist das unterschiedlich. Was man aber sehr genau sagen kann, Physik, das ist einfach nur Physik, pro Grad Temperaturanstieg
kann Starkniederschlag bis zu 14% stärker sein. Sozusagen das Maximum, was erreicht werden kann, ist pro Grad Temperaturanstieg 14% stärker. Man denke nur vielleicht an einen Gewitterguss am Mittelmeer in Urlaub oder in den Tropen. Da können die viel höhere Regenintensitäten und die Blitze stärker werden. Und das liegt einfach an der wärmeren Atmosphäre in diesen Regionen. Und das blüht uns dann halt eben auch, wenn wir Mittelmeerklima bekommen. Und die direkte Folge von starken Niederschlägen sind Sturzfluten und Hochwasser. Bei Hochwasser im Sinne von einem normalen Winterhochwasser wird vielleicht nicht häufiger werden, was durch Schneeschmelze und Landregen passiert. Eher halt diese punktuellen Bäche und Flüsse, die über die Ufer treten durch Gewitter und Starkregenfälle. Das wird am ehesten zunehmen. Hier ein Foto von Heidelberg aus der Altstadt im Sommer 2016. Ja, und damit bin ich quasi in der Zeit geblieben und kann das Fazit ziehen, damit dass halt die Region Bruchsal letztlich mit demselben dramatischen Klimawandel rechnen muss wie der Rest von Deutschland. Leider ist jetzt die Region keine Insel der Glückseligen. Und ja, wir alle stehen, denke ich, in der Verantwortung, das zu ändern.